Herzlich willkommen bei einem neuen Video. Ich habe 1000 Fragen bekommen, was in meinem Erste-Hilfe-Set ist. Das ist speziell für die Jagd und für Hunde. Und wir haben Experten dabei und zeigen euch, was in euer Erste-Hilfe-Set gehört. Ich bin mit Marc hier von der Airborne Medical Group. Wir sind gerade beim Kurs und ich habe die Gelegenheit genutzt, mal mein iFAQ, was ich mir, ja, keine Ahnung, einfach mal so auf blauen Dunst gepackt habe und immer bei der Jagd oder wenn wir jetzt Schießen gehen dabei habe. Ich wollte einfach das mal vom Profi auseinandernehmen lassen, dass der sagt, das ist scheiße und das fehlt. Einfach, dass es, und das ist zu viel auch, dass du einfach mal sagst, ganz ehrlich, was ist gut, was fehlt, wie soll es am besten bestückt sein? Okay, ja, vielen Dank. Dann werde ich mal hier schauen und schaue mir als erstes schon mal das Tourniquet an, dass ich, Tourniquet, sage ich jetzt mal, wo ist das her? Ja, das ist King Cat 7. Nein, No Name. Das ist ein No Name Tourniquet. Das hat gar kein Dings drauf. Nee, also das ist auch klar erkennbar, hier auf der Platte ist nichts drauf, ja. Was ist das Problem daran? Da siehst du auch schon direkt, dass die Hälfte hier nicht funktioniert, ja. Und die Dinger sind brüchig und wenn du die anlegst, dann gehen sie kaputt. Ja, das haben wir selber schon getestet. Die Dinger sind auch wesentlich kürzer als ein richtiges Tourniquet. Und zu 99% der Fälle wird dieses dich verlassen, wenn du das anwendest. Also ich kann dir nur empfehlen, das wegzuschmeißen. Du kriegst gleich von mir ein neues. Alles gut, ich habe davon welche. Ja. Du wirst noch mehr Sachen finden, die dich vielleicht überraschen. Okay, Taschenlampe. Ganz kurz, ich habe hier ein paar Sachen reingepackt, die ich öfters auch in Videos gesehen habe, wo ich auch mit den Augen gerollt habe. Wir können mal Folgendes machen. Guck mal, Amazon 8 Euro. Warum machst du meinen Tourniquet kaputt? Weil man sich keine Tourniquets für 8 Euro kauft. Und ich möchte gerne sehen, was du dazu sagst. Okay. Also Taschenlampe immer zweckmäßig. Hier ja, wahrscheinlich eine einfache Version. Sollte man auch immer kontrollieren, ob die Batterie dann immer voll ist. Hier passt es ja. Cool ist natürlich auch immer so eine Strobo-Funktion, dass man auch so ein bisschen besser auf sich aufmerksam machen kann. Die Tasche, ja, auch fürs Tourniquet simpel und einfach. Finde ich ganz gut. Beim Knicklicht, einfach nur als Tipp, würde ich auch ein grünes mit reinpacken zum Beispiel mit einer Kordel. Ich würde so sagen 1,5 Meter lange Kordel. Damit kann ich quasi, genau, kann ich das Ganze knicken und kann damit auf mich aufmerksam machen. Ne? Damit habe ich so einen ungefähr 2 Meter großen Kreis, wo ich dann auf mich aufmerksam machen kann, falls ich jetzt irgendwo liege und nicht erkannt werden kann. Habe ich tatsächlich schon mal gebraucht bei der Jagd? Ja. Da habe ich ein Schwein geschossen und habe dann überlegt, wie kann ich denn jetzt markieren, wo, ich das, Schwein, wo das Schwein liegt. Ja. Habe GPS-Standort gespeichert und habe dann einfach das Knicklicht an den Baum gehangen und habe dann quasi von Weitem gesehen, wo das war. Das war auch sehr praktisch. Das heutige Video wird unterstützt von weidezaun.info. Die haben sich zur Aufgabe gemacht, unsere Hunde immer auffindbar zu machen mittels GPS-Tracker. Jetzt gehen wir in den Wald und testen das aus. So, wir probieren es jetzt mal aus. Mia ist auch dabei. Mia wird bestimmt auch ein bisschen mitgehen, aber wird nicht mitstöbern. Lati? Schau. Such voran! Such! Such! Die Hunde suchen jetzt selbstständig so im Bereich vor uns. Die werden gleich aufs Feld stoßen. Ich bin mal gespannt, wie sie aufs Feld reagieren. Na Leute, such voran! Such! 76 Meter, jetzt macht sie richtig Meter grad. Jetzt ist sie schon bei 94 Metern. 98 Meter. Die Frage ist, wollen wir mal probieren, ob sie zurückkommt mit dem Piepsignal? Da klicke ich hier auf Dock 1. Und jetzt mache ich mal hier den Ton. So, ein braver Dackel, guck mal dort. Die kommt wirklich zurück auf diesen komischen Ton, dass es abspielt. Prima! Prima, was die schön gucken? Prima! Wenn ihr auch noch auf der Suche seid nach einem coolen Hundeortungsgerät, das mit eurem Handy funktioniert, das mit dieser Fernbedienung funktioniert, dann kann ich euch das X30 von Dogtrace nur sehr empfehlen. Also es ist für Jäger, für Hundeführer generell oder für Leute, die Hunde haben, die öfters mal abhauen, sehr empfehlenswert. Und mit dem Rabattcode NIKLAS10 spart ihr bis Ende des Jahres, also bis 31.12. noch 10% auf alle Hundeortungsgeräte bei weidezaun.info. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr Bock habt, schaut mal vorbei. Ich bin wie gesagt sehr zufrieden. Mit so einem professionellen Gerät mache ich mir jetzt auch keine Sorgen mehr für die Drückjagden. Die stehen ja bald an, Lotti ein bisschen stöbern zu lassen, weil ich kann jederzeit hin. Ich kriege mit, wenn sie was hat. Und ja, erprobt und bewährtes Gerät auf alle Fälle. Viel Spaß jetzt noch mit dem Video. Die Schere, das ist auch eine gute Schere, die kostet vielleicht einen Zehner, aber die ist super. Also im Vergleich zu denen, die jetzt in der Verbandtasche drin sind oder die meisten Rettungskräfte dabei haben, ist das eine gute. Das erkennt man zum Beispiel daran, weil die hier so leichte Zacken hat. Mhm. Ist ganz gut, kriege ich aber nicht viel durch. Also Motorradkombi kriege ich damit nicht durch oder irgendwelche von Baumkletterern zum Beispiel diese Schutzhosen mit den Kevlarstreben kriege ich damit definitiv nicht durch. Da kann ich dir nur die Raptor empfehlen, falls du da mal ein bisschen ein Weihnachtsgeschenk brauchst zum Beispiel. Ja, kann man auch immer gebrauchen, ja, so eine Klemme, wenn man damit umgehen kann natürlich. Ne? Aber du wirst da, denke ich mal, mit umgehen als Jäger und was bist du, Rettungssanitäter? Ja, ich finde es auch praktisch, also zum Beispiel
Use Case, ich habe das beim Rettungsdienst oft dabei gehabt. Ja. Du hast ja nirgendwo eine Stelle, wo du eine Infusion gut aufhängen kannst. Ja. Und das habe ich mir mal irgendwo abgeguckt, damit eine Infusion aufhängen ist praktisch. Ja, absolut. Kann man jemanden auch gut im Nacken festmachen, wenn man jemanden ärgern will. Geiler Patch auf jeden Fall. Ja, Tasche finde ich gut. Also die meisten kaufen sich ja immer grüne oder schwarze Taschen. Ist in der taktischen Medizin oder im Tarnfaktor auf jeden Fall praktisch. Aber ich finde es gut, dass es orange ist, weil das signalisiert halt, okay, hier ist jetzt gerade mein Erste-Hilfe-Material. Finde ich auch gut. Und vor allem bei der Jagd, das Wild kann das Orange gar nicht wahrnehmen. Das Wild weiß nicht, ob du jetzt eine orange oder eine grüne Tasche hast. Absolut. Ja, ich sehe schon. Das ist schon sehr, sehr ausführlich. Octinisept halt zum Desinfizieren. Da auch immer aufs Haltbarkeitsdatum gucken. Und dass es für Wunden geeignet ist. Ja, Kompressen kann man auch immer für alles Mögliche gebrauchen. Ein Stift, ja, wichtig, der Check. Oh, riecht angenehm. Ja, dass der Stift auch schreibt. Ja, viele Stifte zum Beispiel, die dann durch die Kälte, Hitze etc. dann nicht mehr schreiben, auch ab und zu mal kontrollieren. Ja, Entlastungspunktionsnadel. Ich empfehle mal 2 Stück dabei zu haben, falls die erste nicht funktioniert hat. Habe ich nochmal eine 2. Option. Kann natürlich auch die alte Nadel noch nutzen. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Spannungspneumothorax habe und die erste Entlastung nicht funktioniert hat auf der einen Seite, die 2. dann auch nicht, dann versuche ich die andere Seite nochmal. Okay, Chest Seal. Hyphen Chest Seal, Vented. Okay, Vented und nicht Vented. Für die, die es nicht wissen, die Vented Chest Seals sind teurer, wesentlich teurer als die nicht Vented. Es gibt aber keine evidenzbasierten Studien, die sagen, dass die Vented Chest Seals besser sind als die nicht Vented. Oh, okay. Nur um das mal gehört zu haben. Da gibt es noch keine Studien. Steht in den Guidelines drin, Vented Chest Seals nehmen, aber es gibt noch keine Studien darüber. Ja, Chitosan. Gut, ich nutze lieber die Quicklord Combat Gauze, das Material, aber Hämostyptika-Material, um eine Blutung schneller zum Stillen zu bringen, quasi mit einem blutgerinnungsfördernden Material. Auch super. Auch arschteuer das Zeug, aber hilft auf jeden Fall. Tape, immer Weltklasse für den Hund. Fieberthermometer, da auch immer die Batterie checken. 7 mm ist der für dich. Ich habe mir den mal rangehalten. Ich bin eigentlich der Meinung, dass das passen müsste. Okay. Sagst du nicht? Ja, ist schon ziemlich dick, ne? Ich habe auch gedacht, als ich mir das angeguckt habe, also das Ding ohne Schmatze ist auch, glaube ich, richtig ungeil. Ich kann dir einen 26er empfehlen, einen grünen 26er. Kann ich dir gleich mal eingeben. Da kann ich dir nur empfehlen, dass man das, also du hast das ja für dich und für deinen Hund dabei. Ja. Und da ist es halt auch wichtig, dass man einfach sich mit seinem Material so beschäftigt, dass ich genau das für mich auch dabei habe. Also meinst du, soll ich mal selbst ausprobieren? Du kannst es jetzt gleich mal bei dir ausprobieren. Nee, ich habe kein Gleitgel dabei. Achso, wir müssen erklären, was das ist. Achso, das ist ein Wendeltubus. Der Wendeltubus ist wenn ich jetzt zum Beispiel eine bewusstlose Person habe, dass ich da die Möglichkeit habe, die Atemwege zu unterstützen, freizuhalten. Ja? Das ist keine Atemwegssicherung an sich, sondern einfach nur eine Unterstützung, um die Atemwege offen zu halten. Sag gleich mal noch, wie wir es ausmessen, welche Größe wir brauchen. Ja, das messe ich, indem ich quasi von der Nasenspitze bis zur Ohrenspitze kann ich das Ganze überprüfen. Und habe dann die Länge von dem Tubus. Also bestenfalls habe ich ein kleines Paket Gel dabei. Ja, das ist das Beste, weil es wird auch viel immer ausgebildet. Ja, dann nehme ich den Speichel, meinen eigenen oder den von dem Verletzten. Und jeder, der mal selber einen Verletzten behandelt hat, weiß ganz genau, ich habe keinen Speichel selber mehr und der Verletzte dann meistens auch nicht. Ja, ist halt auch so eine Theorie erzählen. Aber es gibt manchmal auch solche Mini-Gleitgel-Packungen extra dafür. Genau, Opti-Loop heißt das dann oder Vaseline oder sonst sowas. Kann ich dann einwandfrei nutzen. Ja, ich lupfe dann quasi ein Stück weit die Nase an, gehe gerade rein und nicht Richtung Hirn, gerade rein und habe dann eine gute Unterstützung. Was ist das? Das ist so ein improvisiertes Tourniquet, sage ich mal, weil ich bisher nicht wusste, wie ich es beim Hund machen sollte. Okay. An diese Red Tourniquets bin ich nicht rangekommen. Ist eigentlich nur quasi so eine Schlinge, die du da festziehen kannst. Aber jetzt habe ich ja schon gesehen, da kannst du gleich mal drauf eingehen, was besser geeignet ist. Okay, ja. Kompressen. Arsch voll Kompressen, bisschen Alkoholpfupfer. Ja, die sind auch immer gut. Falls man gerade nichts zu trinken dabei ist, kann man ein Alkoholpad lutschen. Nein, macht man natürlich nicht. Ne? Ist absolut nicht gut. Hier fast gut vorbereitet. Das ist eine ganz gute Idee. Da nutze ich am besten, oder kann ich nur empfehlen, zukünftig, wenn ich Pakete habe, die ich öffnen muss, wie zum Beispiel Chest Seals, wie Gauze oder das ganze Material, wo ich ein glattes Material habe. Wenn ich blutige Hände habe, und das ist ja dann meistens der Fall, dann bereite ich mir das Material vor. Erstens mit Signalfarben. Also jetzt zum Beispiel hier dem hier. Nehme ich das Tape,
mache das hier oben fest. Nehme ich mir die Schere, schneide hier einmal rein, bis ins Material. Und jetzt habe ich hier, habe ich Grip, ja, auch wenn es nass ist. Und ich habe das hier oben auch ein bisschen eingeschnitten, hier oben an der Stelle. Und jetzt kann ich hier dran reißen und das geht definitiv auf. Das ist ein richtig krasser Lifehack. Weil es gibt nichts Beschisseneres, wie ich das immer wieder in den Ausbildungen auch sehe, dass die Leute dann anfangen. Ja, absolut. Oder mit dem Mund, das ist auch ganz oft. Und das ist schlecht. Und dann reiße ich mir hier eine Ecke auf und dann hänge ich da eine halbe Stunde dran, bis ich das Material geöffnet habe. Das ist ein Gamechanger. Also das ist oben, schneide ich das ein. Ich mache das genau auch seitlich. Und hier kann ich wirklich sauber dran arbeiten jetzt. Ja, ich will die jetzt ungern öffnen, weil so eine Combat Gauze liegt so bei 60 bis 80 Euro. Ja, aber auch absoluter Knaller. Die nutze ich zum Beispiel zum Woundpacken, ja, oder bei Verletzungen, wo ich eine Blutung habe. Da ist ein Hämostyptiker drin. Das nennt sich Kaolin bei der Combat Gauze. Und das fördert die Blutgerinnung. Ja? Wenn ich eine Wunde gepackt habe, muss ich danach massiven Druck drauf bringen, bis zu 10 Minuten, beziehungsweise mindestens sogar 10 Minuten. Bei der Combat Gauze kann ich das schneller machen, und zwar habe ich 3 Minuten und dann ist das Blut auch meistens schon geronnen. Wenn euch diese ganzen Fakten übrigens interessieren und ihr die Handgriffe sehen wollt, dann schaut unbedingt ins letzte Video rein, ist unten verlinkt, und ihr könnt diese Kurse auch buchen. Die Kurse bei Marc findet ihr auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Der ist in ganz Deutschland unterwegs. Ich weiß gar nicht, vielleicht auch wieder hier im Osten, im Westen, überall. Ist wirklich sehr empfehlenswert, egal ob ihr einen Hund habt oder nicht. Der bietet das für Menschen an, für Hunde, für Spezialeinheiten. Geil. Ja, und vor allem auch Inhouse-Kurse, die wir anbieten. Halt für Polizeieinheiten, für Militär, für Rettungskräfte etc. machen wir die Kurse. Und auch vor allem für Jäger jetzt mittlerweile sehr stark. Ja, hier bereite ich mir auch das Material vor. Hier kann ich eigentlich auch immer nur sagen, ich packe immer die erste Packung eigentlich aus. Ich wollte gerade sagen, jetzt kannst du ja gleich mal vorführen, wie das funktioniert, weil das ist auch zum Beispiel ein großes Learning, Israeli auspacken. Genau, also bei der Emergency Bandage, sagen wir ja dazu, haben wir halt zwei Packungen. Das ist vom Hersteller nicht gewollt, sage ich auch vorweg. Das wird so geliefert, aber wenn ich jetzt so etwas anwenden will, dann will ich es auch schnell anwenden. Ja. So, und dann nutze ich jetzt quasi einfach diese vorgeschnittene, vorbereitete Packung, hol mir das raus und es ist ja hier nochmal in der Packung drin und es ist einvakuumisiert. Ja? Und hier hänge ich dann auch, muss erstmal suchen. Das ist echt krass, ja. Und verbringe damit auch viel Zeit. So, das packe ich mir einmal so aus. Und das ist zum Beispiel so gut markiert. Da. Und das ist super vorbereitet. Und so habe ich das dann quasi auch in meinem iFAQ jetzt drin. Nice. So, und da sind wir auch schon fast am Ende. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Krimskrams. Da habe ich hier quasi Jodtupfer. Die sind super bei. Ich glaube, ich von der Tierärztin mal. Die hatte da so einen Spender und da habe ich gefragt, ob ich ihr das abkaufen kann. Hat sie mir eine Handvoll gegeben. Nähzeug, wer nähen kann, auf jeden Fall, super. Ich sag mal auch so zum Beispiel, bei den Jagden hast du manchmal auch einen Tierarzt dabei. Mhm. Und die haben aber selbst nichts dabei gefühlt manchmal. Ja. Ich würde mir jetzt bei einem Tier vielleicht noch zutrauen, wenn es die letzte Maßnahme ist, zu nähen. Beim Menschen. Ja, kann man super machen, wenn man sich mal so eine Schwarte besorgt vom Schwein oder einfach mal so die Haut vom Schwein. Ne? Da wird man demnächst mal ein Reh zusammenpflücken, ne? Kann man dann einfach mal ein bisschen nähen lernen. Ne? Da findet man aber auch bei YouTube gute Videos, wie man einfach so einen Kreuzstich oder sonst irgendwas nähen kann. Und dafür war auch das quasi noch mitgedacht. Super, ja. Pinzette auch einwandfrei, vor allem wenn man im Wald unterwegs ist, um Splitter zu entfernen oder Zecken oder sonst irgendwas, ist auf jeden Fall einwandfrei. Ja, hier noch ein paar Pflaster, Blasenpflaster für Mimimi. Genau. Und nochmal eine Pinzette und Handschuhe. Ja, finde ich auch super. Ja, immer mindestens 2-3 Paar dabei haben. Ich ziehe immer 2 Paar übereinander an. Warum? Weil, man kennt es ja, ein Gummi reißt meistens. Und wenn ich 2 Paar anhabe und arbeite an einem und muss dann zu einem anderen hin, dann kann ich das Paar ausziehen, kann sofort an dem anderen weiterarbeiten. Was mir jetzt hier noch fehlt, ist auf jeden Fall eine Wärmedecke. Die habe ich echt bewusst ausgepackt. Also weil ist ja eine Rettungsdecke standardmäßig drin, habe ich ausgepackt. Also Rettungsdecke ist mit einer der wichtigsten Sachen überhaupt in der Maßnahme, wenn man jemanden verletzt hat. Mhm. Weil wer kalt ist, stirbt schneller, blutet schneller und die Blutgerinnung geht halt massiv runter. Ne? Bei 1%, bei 1 Grad Körpertemperatur verliere ich 10% Blutgerinnung. Das ist extrem wichtig. Und das Unwohlsein ist halt auch stark. Ne? Also Wärmedecke kann ich nur empfehlen, weil ich die auch für viele Dinge, andere Dinge nutzen kann. Als behelfsmäßige Beckenschlinge, als Transportmittel, als behelfsmäßiges Chestziel kann ich alles die Wärmedecke benutzen. Guck mal, Dreiecktuch fehlt, glaube ich, auch. Dreiecktuch, aber dann auch das Richtige holen. Also nicht das Papier-Dreiecktuch, wie es jetzt in der Erste-Hilfe-Tasche ist, sondern da muss ich auch ein Stoff-Dreiecktuch nehmen. Ja? Zum Beispiel wie das von der Bundeswehr. Das ist aus Stoff und das kann ich wirklich einwandfrei nutzen dafür. Mhm. Was mir noch fehlt, ist das SWAT-T. Das SWAT-T habe ich schon erklärt. Guck mal hier, die Großteilnehmer sind vorbereitet. Die stehen nämlich alle dahinter und gucken auch mit.
Das ist natürlich der absolute Game Changer, wie du so schön zu sagen pflegst. Ist, echt ist auch die Nummer 1 in den Guidelines für K9-Medizin, also für die Hundemedizin, um halt eine Extremitätenblutung zu stillen. Ja, funktioniert aber auch bei Kindern mit dünneren Extremitäten oder bei Menschen, die keinen Bock haben auf Sport, kann ich das super nutzen, um eine Blutung zu stillen an den Extremitäten. Kann ich aber auch behelfsmäßig als Druckverbandunterstützung nehmen. Das Ding ist echt richtig geil. Ja, eine Gauze fehlt mir noch, also eine quasi eine Z-gefaltene Kompresse, eine einfache, die ich noch unterstützend nehme dafür, weil Wundhöhlen, brauche ich hier glaube ich nicht erzählen, sind meistens tiefer und so viel Material ist jetzt hier auch nicht. Die reicht drin. Quasi nicht, nein. Ist die Erfahrung. Also bei den meisten Wundhöhlen nicht. Ne? Okay. Da kann ich entweder eine Curlix nehmen oder halt eine komprimierte Gauze, würde ich dann zusätzlich noch nehmen. Ja, aber ansonsten habe ich das vergessen. Tennisball? Ein originales Cut-7 am besten. Ja. Und wenn du einen Tennisball hast, den natürlich in zwei Teile schneidest, hast du zwei halbe Tennisbälle, die du als Druckverbandunterstützung nimmst, für als Augenschild, zum Beispiel bei einer penetrierten Augenverletzung. Die kann man super nutzen oder halt für Pfotenverbände. Ja, cool. Danke für das Feedback auf alle Fälle. Sehr gerne. Ich ärgere mich gerade, dass es einer mit Metallknebel war, weil noch ein guter Punkt, wie ihr Billo-Tourniquets testen könnt, meistens sind die aus Plastik und wenn ihr das einmal an der Tischkante ansetzt und drückt, dann brechen die sofort auseinander. Ja, absolut. Eigentlich, den müssten wir auch kaputt kriegen, oder? Den kriegen wir wahrscheinlich wie kaputt. Kriegen wir den noch kaputt? Sollen wir es ausprobieren? Ja. Probieren wir es an mir aus. Selbstverständlich. Immer ein Stück zurück. Machen wir einmal den Prüfgriff. Ist hier irgendwas in der Tasche drin oder nicht? So, jetzt wichtig, ja, ich nehme den Knebel, ich nehme die Überlänge und ziehe die beiden auseinander. So habe ich eine richtig geile Vorspannung. Aber ich merke schon, bei der Vorspannung blockiert mich das schon so ein bisschen im Vergleich zu einem Cut-Tourniquet zum Beispiel. Der ist auch viel weicher, ne? Also ja. Das Gummi merkst du richtig, dass das weich ist. Ja, es ist nicht so schick. Bei der Anlage des Tourniquets achte ich auch immer darauf, beziehungsweise bei einer massiven Blutung, dass ich den hinsetze. Weil alles, was steht, kann fallen, das versuche ich zu verhindern. Ja, jetzt versuche ich hier meinen Druck drauf zu bringen. Wichtig auch als Tipp für die Anlage des Tourniquets, dass ich einfach den Knebel nach oben ziehe und dann drehe. Ja, ist für mich angenehmer und auch zum Drehen ist es einfacher. Weil du nicht hängen bleibst an dem Herd. Ja. Das ist krass, wie das Gummi sich da schon verdreht. Ja, es ist auch, ich habe auch immer noch nicht ausreichend Druck. Ja, normalerweise habe ich 2 bis 3 halbe Umdrehungen. Bis jetzt das Ding, ist auch schon Schluss, du kommst gar nicht mehr weiter. Es geht nicht, einfach also, wegen es ist auch noch nicht abgebunden. Es ist nicht abgebunden. Warte, ich taste mal deinen Puls. Ja, kann ich noch tasten. Hat also gar nichts gebracht. Nee, also es funktioniert nicht. Also kauft keinen billigen Scheiß-Tourniquets. Nee. Also es bindet nicht ab. Empfehlung vom Profi Quad T oder Cut 7. Ne? Und, also ich würde beides empfehlen. Oder beides, also ich sollte schon beides dabei haben, weil auch für die Selbstanlage ist das Swat-T natürlich unzweckmäßig. Aber wenn ich einen Cut dabei habe, Cut 7 und ein Swat-T, bin ich sehr, sehr gut bedient. Wenn euch dieser kleine Einblick in das Handwerk auch interessiert hat, dann könnt ihr so einen Kurs buchen. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zur Airborne Medical Group. Die sind in ganz Deutschland unterwegs. Für irgendwo wird bei euch dann hier ein Kurs stattfinden. Ich kann nur sagen, es war richtig geil. Los, weiter im Programm. Danke dir. Perfekt, danke dir. Was bei mir im ersten Hilfeset natürlich noch komplett gefehlt hat, war das Curlix, diese Gase, dieser selbsthaftende Verband, ein bisschen Watte für die Pfoten, ein halber Tennisball und eine halbierte Frischhaltefolie. Alles irgendwie so ein bisschen cool improvisiert, aber das feiere ich übelst, weil damit kann man richtig was machen. Habt ihr übrigens im letzten Video, wo wir beim Erste-Hilfe-Kurs waren, da nochmal genau gesehen, wie der Pfotenverband gemacht wird. Wie immer sind alle Produkte, die wir jetzt hier gezeigt haben, die es zu kaufen gibt, in der Videobeschreibung verlinkt. Das iFake ist aus dem On-Fire-Shop. Das kann man sich selbst zusammenpacken, wie man Bock drauf hat. Wie gesagt, achtet darauf, nur Markenprodukte zu verwenden, die geprüft sind. Und das war's auch schon wieder mit dem Video. Wir machen nächste Woche weiter. Was da kommt, sage ich euch noch nicht. Aber ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet, abonniert, ein Like da lasst. Ciao!